Ich bin der Flammo Schala vom Unternehmen Fokus Strategie GmbH und das mal, wenn wir in der Online-Nachhilfe in Mathematik, hier in Luzern, die Wurzel von 8 bestimmen. Wir haben hier dafür eine bestimmte Methode und zwar wandeln wir ein Rechteck mit Höhe a und Breite b in ein Quadrat um und dafür nehmen wir die Mitte m, zeichnen einen Halbkreis, ziehen hier die Linie gerade auf, bis sie sich hier mit dem Halbkreis schneidet und M verbinden wir mit dem Punkt. Warum das wichtig ist, das rechtwinklige Dreieck mit dem Radius R, das sehen wir gerade. Wichtig hier dabei ist, wenn wir die Höhe in die Breite übertragen, dann haben wir das Quadrat und das ist unser C-Quadrat, also Höhe C, Breite C und Höhe C. Also das C-Quadrat, das ist gleich gross wie unser A mal B. Und beides zusammen ist jeweils 8. Also wir haben sozusagen das Rechteck in ein Quadrat übertragen, mit gleichem Flächeninhalt. Wir haben uns hier dabei das rechtwinklige Dreieck zu nutzen gemacht. Wir haben hier eine Hypotenuse R und die Höhe C. Und wir wissen, dass unser C, das ist leicht kleiner als R. Also suchen wir nach einem C, bis wir die Lösung finden. Das heisst, wir haben hier eine A und B, sowie A mal B. Wir wissen, A mal B ist 8. 1 mal 8 ist 8. 2 mal 4 ist ebenfalls 8. Einen besseren Wert können wir nicht finden, also rechnen wir mal mit 2 und 4. Wir berechnen unser M, dann haben wir a plus b Zweitel gleich 2 plus 4 Zweitel und das ist 6 Zweitel und das ist wiederum 3. Das heisst, wir haben 3 als unser R, also unser maximaler Wert für C. Sozusagen C max ist gleich R, aber wir suchen das C ein. Kleiner als R. So, jetzt geben wir hier unser CI ein und wir haben den CI im Quadrat und das ist ungefähr 8. Und dafür versuchen wir verschiedene Werte von C aus. Wir fangen jetzt bei 3, fangen wir jetzt hier nochmal bei, also CI tiefer als 3. Wir fangen mal bei 2,9 an und schauen, wo wir hier hinkommen. Wir setzen 2,9 ins Quadrat, dann haben wir 2,9 im Quadrat gleich. 2 plus 0,9 mal 2 plus 0,9 und das geht 4 plus 1,8, das mal 2 plus 0,81. 4 plus 3,6 plus 0,81, das ist 7,6, 8,61. Also wir schiessen hier schon über das Ziel hinaus. Das ist zu viel 2,9, also versuchen wir es tiefer unten. Wir setzen die unten bei 2,8 an, dann haben wir 2,8 im Quadrat und das ist 4 plus 1,6 plus 0,64. 1,6 mal 2, ja, eins kommt vorne vor und eins hinten rum, also 2 mal 0,8 und dann 0,8 mal 2. Dann haben wir hier 4 plus 3,2 plus 0,64 und das ist wiederum 7,84. Das heisst, wir haben jetzt mit 2,8 sind wir schon drunter. Dann haben wir hier 2,8, das gibt 7,84. Wir sehen schon, auf was es hinausläuft. Bei so tiefen Wert kann man schon fast linearisch rechnen. Ja, das heisst, 2,85, das wäre ungefähr die Hälfte davon sein, vielleicht 8,2, ja, also vielleicht etwa 8,2 plus minus, ja, wenn wir das ins Quadrat setzen. Vielleicht ist es auch 8,1. Aber die Lösung, die wird wahrscheinlich irgendwo da dazwischen liegen, vielleicht bei 2,825
Ich denke, mit dem haben wir eigentlich eine gute Annäherung für die Wurzeln. Und sonst einfach kurz überprüfen und dann kann man immer noch nach oben und runter korrigieren. Und mit dem haben wir eigentlich die Wurzel von 8 ungefähr schon bestimmt.